Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Hier ist wieder euer Master 3D und wir spielen I Am Alive. Mal sehen, wie lange wir noch überlebt haben. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier hochkommen. Ist gerade ein bisschen kompliziert, weil ich habe jetzt seit einem Tag nicht mehr gespielt und ich weiß gar nichts mehr. Ja, okay, ein bisschen überdramatisiert, ich weiß. Kann es sein, dass vielleicht, dass wir hier hoch müssen? Oder kommt der hier hoch? Ah. Dann kommt er auch bestimmt hier hin. Jawohl. Ah, dann ist die Sache nicht mehr so schwer. Oh, ich bin aufgeregt. Gucken wir erstmal hier rein. Komplette Bauruin, aber wahrscheinlich sollen wir hier runter. Boah, anders, da geht es ja nicht lang, denke ich mir mal. Und hui. Oh. Hätte ich die Kante greifen müssen? Ja, ne? Shit. You load, we shoot. Ja, ich muss nochmal hoch. Ah, das ging leider ein bisschen schief, aber vielleicht liegt ja unten was. Nein, tut's nicht. Dann war das mal wieder alles umsonst. Ich hätte die rechte Maustaste drücken müssen. Naja, da habe ich wieder mein volles Talent eingesetzt, halt so, ne? So wie sich das halt gehört. Hier ist auch Timing gefragt, das finde ich ein bisschen fies. Ey, Junge, was denn los? Ich habe doch rechte Maustaste gedrückt. Ich bin einfach nur scheiße, kann das sein? Irgendwie wird es hier nichts. Aber davon lassen wir uns gar nicht beirren. Wir lassen uns gleich wieder fein in die dunkle Story aufnehmen. So, nochmal jetzt. Da meint er die Kante. Ach, beim langsamen Rutschen. Ah, kein Wunder. Das ist ja doch mal mein Fehler gewesen. Wie rutscht man nochmal langsam? Ich weiß es gar nicht mehr. Mein Gott. Man darf nicht so viele Spiele nebenbei let's playen, denn sonst geht es schief. Aha. Opa Gundam Style. Ich hab's drauf. Und jetzt hoch mit dir. Ah, so Kraft hat der Typ. Kann man nichts sagen. Wo können wir denn jetzt hin? Oh, her damit. Wasserflasche aufgehoben. Oh, ich dachte, es wäre jetzt eine fette Kohle oder so. Hätte mich jetzt mehr gefreut. Aber man kann ja nicht alles haben. So. Oh, man könnte hier runtergehen. Aber hier gibt's, glaube ich, dieser Nebel wieder, dieser Staub. Wir rennen mal schnell und gucken, ob es hier was Schönes zu finden gibt. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier irgendwie auch nicht. Oh. Na, wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Warte mal, steht hier was? Lootes will be shot. Also, Verbrecher werden einfach mal erschossen. Oh, hier liegt doch was. Schmerzmittel aufgehoben. Ja, geil. Okay, dann hat sich das auch unten auch schon mal gelohnt. Jetzt gehen wir mal hoch. Und vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Nein, hier schon mal nicht. Hier auch nicht, hier auch nicht. Gut, wir gehen mal hier hoch. Aha. Die Röhre lässt vermuten. Beim Rutschen, rechte Maustaste gedrückt halten, abbremsen. Links, rechts, Seitwärtsrolle. Aha, okay. Und wie hält er sich da jetzt fest? Ach so. Ich hab gedacht, ich hätte mich da oben festhalten müssen. Also beim Rutschen, rechte Maustaste gedrückt halten zum Abbremsen. Links, rechts und, okay. Oh, Junge. Ja, das hat wieder wunderbar geklappt. Also wäre mir so oder so runtergefallen, das macht ja nichts. Oh, das Spiel verlangt ja einiges ab. Das ist mal wieder typisch. Ich habe nicht gewusst, wie weit man sich rollen kann, aber jetzt weiß ich einigermaßen. Steuerung ist halt auch ein bisschen ängstlich für mich. Gut. Das hat auch geklappt. Alle guten Dinge sind ja zwei, ne? Oder 10 oder 20. Ach du Scheiße. Was wäre, wenn wir da lang gegangen wären? Dann hätten wir, glaube ich, da oben an die Röhre gemusst und hätten dann da zurückklettern können. Kann das sein? Gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier lang. Wäre es... Ach, scheiß drauf. Wir springen da jetzt einfach so dran. Fertig. Hat komischerweise kaum Ausdauer verbraucht. So, springen wir runter. Ah, nein! Oh, shit, man. Wie lässt denn jetzt sich nochmal fallen? Komm schon, Junge, lass dich mal fallen jetzt. Das war's nicht.
Wie lässt er sich nochmal fallen? Ach so. Oh mein Gott, shit. Warte mal, wo kommen wir da hin, wenn wir da oben lang gehen? Wahrscheinlich nirgendwo. Nur warum das da ist, verstehe ich auch nicht. Ach, ist egal. Wir haben ja jetzt leider schon diese Scheiße verschwendet. Dieser Haken, der sehr wichtig ist eigentlich. Naja. What can we do? He's not gonna make it anyway. You wanna just leave him here? Oh, oh. I'm telling you, there's nothing we can do. It's been 2 days already. Did you smell his arm? It's rotting. Hilfe? Hey, you! We can see you! Everything you see belongs to us. Now that in- Halt die Fresse, Junge! Ha! Ich schnitz dich auf, du verdammter Bastard! Hell yeah! Alter! Diese Action macht mich fertig, ehrlich. Wie viel Schuss haben wir jetzt? Wieder eins, okay. Okay, die haben Karten gespielt. Aber warum können wir von denen nichts aufheben? Ist doch auch schon wieder schwul. So ein schöner Schlagstock wäre schon mal nicht schlecht, ne? Von wem haben die aber geredet? Oder was ist das vor allem? Links ein Footballhelm, okay. Schade, ich hätte gedacht, da geht's was zum Abstauben. Da hat sich der Kampf ja nicht so wirklich gelohnt, ne? Ist hier noch irgendwas? Nein. Man bleibt irgendwie immer im gleichen Plus-Minus. Hier gibt's nichts. Nö. Geht man hier noch irgendwie rüber oder so? Ne, ich glaub mal nicht. Darunter kann man... Aber das ist eine Röhre. Wartet mal. Oder wir müssen da von draußen hin. Das könnte natürlich auch sein, weil ich sehe jetzt hier gerade keinen Weg, wie wir da hinkommen sollten. Ich glaube kaum, dass er diesen Sprung schaffen würde. Vor allem, da wir auch gar nicht springen können. Schon mal daran überlegt. Nur an bestimmten Abgründen. Warte mal, das... Ach genau, wir gehen einfach mal da an den Abgrund. Wir probieren das einfach mal. Nein. Der springt nicht, also würde man den Sprung automatisch auch nicht schaffen. Alles klar. Ah, dann gehen wir hier raus. Ist ja auch markiert immerhin. Ich bin panisch, hab Angst. Öffnen. Drück, Junge, drück. Das hat auch geklappt. Ach du Scheiße. Ich hoffe, wir müssen erst nicht wieder in den Nebel zurück. Aber bestimmt müssen wir da hoch. Ich guck nochmal kurz hier hinten. Da ist nix. Hier ist auch nix. Ist irgendwie eine Bauruine. Sollte wohl mal gebaut werden, aber nie fertiggestellt. Wurde nicht fertiggestellt. Komm schon hoch mit dir, Junge. Schön tapfer bleiben. Gut. Ich glaube, ich bin aufgekratzt als der Typ hier selbst. Ja, wie gesagt, auf das Spiel habe ich mich ja wirklich gefreut. Und momentan enttäuscht es mich kein Meter. Also ist das genau richtig so. Hier kann man noch nicht drüber. Das kommt wahrscheinlich noch mit der Zeit. Was ist hier? Nein und nein und nein. Ich vermute mal, dass wir erst hier hoch müssen. Dann hier. Hier liegt ja auch nichts, oder? Moment. Jetzt, nein. Okay, runter hier. Oh shit. Ach du Scheiße. Obviously our friend here is. Watch out, boys! Oh shit. Ja, scheiße, ist doch schwul. Letzten Kontrollpunkt neu laden, bitte. Das war, glaube ich, draußen vor der Tür, kann das sein? Ja, Alter, was soll ich denn jetzt gegen diese Leute machen? Kann man das mal irgendjemand sagen? Shit. Wegrennen bringt nichts, oder? Der erschießt mich einfach. Hey, you! Guys, we got company. Got it. Wir gehen auf jeden Fall zuerst zu dem hier. Watch out, boys! Oh God, no, please don't. Komm schon, komm schon, komm. Ah, er hat die Waffe in die Hand genommen, der Wichser. Scheiße! Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Oh, was liegt denn hier? Ach, hier kann man Wiederholung sammeln. Scheiße. Ach, scheiße, was sollen wir denn bei denen machen? Wir haben einen Schuss. Der eine wird die Waffe aufnehmen. Das heißt, wir müssen uns
dann da in der Nähe aufhalten anscheinend. Cool bleiben. Ha! Ja, das war trotzdem dumm. Ja, Hilfe! Hilfe! Na, warte mal, wenn wir da mit der Waffe auf den zielen würden, würden die dann was machen? Oder wir warten einfach mal ab, vielleicht machen die ja gar nichts. Ja, ich weiß, das ist ein blöder Gedanke, ein bisschen naiv. Aber, naja, man weiß ja nichts, ne? In dem Spielboot ist ja so programmiert, also gucken wir einfach mal. Wir gehen vorsichtig zu dem rüber. Jetzt penetrieren wir den Arsch. Hey, hey, geht weg, Jungs. Oh, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was sollen wir jetzt machen? Tja, Junge. Da musst du jetzt leider durch, Kollege. Anders da ist mir jetzt nichts eingefallen. War jetzt vielleicht nicht die beste Methode. Aber was hätten wir sonst machen sollen? Stirb, Bastard. Ja. Ja, mir fiel einfach nichts Besseres ein. Ich meine, was hätten wir denn sonst machen sollen? Die hätten irgendwann gemerkt, dass wir keine Waffe haben. Die hätten irgendwann gedacht, dass wir keine Munition haben. Und hätten uns dann logischerweise angegriffen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo das Inventar ist. Ich finde das Inventar hier nie. Ach, ist doch scheiße. Machen wir es einfach so, ist egal. Womit kann ich meine Lebensenergie auffüllen? Mit dem Medipack natürlich am besten, aber das will ich nicht nehmen. Ah, wir verlieren Ausdauerkapazität dadurch. Nee. Dann nehmen wir Schmerzmittel, 2 Stück. Das ist doch scheiße. Den Kampf hätte man besser klären können, wenn ich mal früher gewusst hätte, was es zu tun gilt. Jetzt haben wir wieder nur einen Schuss. Verdammte. Aber das macht das Spiel gewohnt extra, also wir werden wohl eine lange Zeit nur mit einem Schuss auskommen. Denke ich mir mal jetzt. Aber klar, dass sich hier irgendjemand eingenistet hat. Die wären ja dumm, wär nett, ne? Geht's hier irgendwo lang? Hallo? Der will jetzt aber nicht, dass wir da rüberspringen, oder? Nee. Das wäre ein bisschen asozial, das würde ich wohl kaum machen. Wo geht's hier noch lang? Da können wir hoch, okay. Oh. Schmerzmittel, aha. Das Spiel hat sich schon gedacht, dass wir behindert sind. Dann gehen wir jetzt mal vorsichtig hoch und jede Wette hier oben ist wieder jemand. Hilfe? Hilfe? Na, noch nicht, okay. Da haben wir Glück gehabt. Glück, Glück, Glück. Wobei Glück im Unglück, kann man eigentlich sagen. Hallo? Aha, hier geht's wieder raus, alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Oh, bitte, 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 gib uns mal 500.000 Schuss und dann bin ich glücklich. Und... Ja, warte. Ja, ja. Gut. Ich hab's gut. Es gibt harte Gegner und weniger harte. Töten Sie zuerst die schwierigen Gegner, dann ergeben sich die anderen. Gedrückt halt, um Schusswaffe zu ziehen. Rush him! Now I'll kill you! No need for that. You better kill me. Otherwise you're dead. Wer ist denn der harte Gegner von denen? Da, der hier. Ah, das war... Haha, scheiße. Scheiße. Opa Gundam Style. Aua, aua. Okay. Das habe ich wieder perfekt gemeistert. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. So, du bist also der harte Gegner. Das sieht man an deinem Kopftuch. So, du Wichser. Ergib dich. Los, runter mit dir. Und du genauso. Runter. Runter, habe ich gesagt. Na, und du kleiner Bastard. Jetzt liegst du auf dem Boden und heulst, ne? Dummes Arschloch. Sollen wir die töten? Ach, komm, wir töten die. Ah, okay. Die machen wir dann einfach ohnmächtig. Ist auch okay. So, du Bastard. Bring Schlange, du. Oh, 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 oh. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich hab's gewusst, dass der Gegner kommt, aber dass wir so reagieren müssen, das hätte ich nicht gedacht. Aber die anderen hatten 2 Waffen. Ich glaube, wir hätten die Situation bei der anderen einfach gar nicht besser erklären können. Oh, was hier? Öffnen. Komm schon. Ah, komm. Komm schon auf.
Was hier passiert, sehen wir in der nächsten Folge von I Am Alive.